Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Heute ein kleines Video aus dem Schaufenster Fischereihafen. Fest im Blick die Line Hinsch. Ja, ich kenne die Line noch als Pfannkuchenschiff, also als Pfannkuchenschiff. Hab da mal die Weihnachtsfeier auf der Line verbracht. Ist eine Dame im besten Alter, die kommt ja aus dem Jahr 1928 aus den Niederlanden. Und jetzt im Blick die Gera, ja, die kommt von der Peenewerft Vollgast und gehörte zur Hochfischereiflotte Rostock. Ist jetzt so etwas wie ein Hochseefischereimuseum, also kann man sich angucken und lohnt sich auch. Ja, jetzt gehen wir erstmal Schaufenster Fischereihafen, nicht komplett, aber ich sag jetzt mal die Fischmeile, nein, aber kann man so nennen, also ein Fischrestaurant nach dem anderen, wenn man das sieht, ne, das ist schon was. Ich muss ja dazu sagen, ich bin der Norddeutsche, der keinen Fisch isst, von daher gibt es von mir auch keine Empfehlung oder so etwas, aber was man sagen muss, also hat auf jeden Fall was da zu sitzen und auf den Hafen zu gucken, ja, ist ganz nett und ganz nice gemacht. Wir kommen jetzt gleich auf diesen Platz, da finden öfter mal Veranstaltungen statt, jetzt aber erstmal für Bremerhaven ein Unikat, Fisch Franke, die Räucherei im Blick. Also früher, ich muss aber dazu auch sagen, wie gesagt, ich bin selbst kein Fischesser, aber Fisch Franke, die Räucherei, das war auch noch, also die hat immer zu meiner Zeit Otto Rehagel, Schaf, das waren die Trainer bei Werder Bremen und er hatte immer das Werder-Emblem da. Also ich sag mal so, woanders hätte ein Werder-Fan kein Fisch gekauft, Fisch Franke. Das war Kult. Ob das noch so ist, kann ich nicht sagen. Aber früher war es echt auch Kult, wenn man da reingegangen ist und konnte sehen, wie da die ganzen Fische ja auch zubereitet präsentiert wurden. Auch für Nicht-Fischesser war das interessant. So, jetzt gehen wir erstmal, ich sag jetzt mal, wenn man davor steht, auf der linken Seite so ein bisschen ja, das Gelände ab. Sag ich jetzt einfach mal, hat sich wahnsinnig viel getan, seit ich das letzte Mal da war. Ich sehe das mit so ein bisschen weinen und lachenden Herz, kann ich nicht anders sagen. Also zu Bremerhaven, ich habe da gewohnt, verbindet mich sowieso was wie eine Hassliebe. Mich, ja, also ich bin so ein Nerd, für Massenveranstaltungen und so nicht zu haben, aber mich freut es dann auch für Bremerhaven, dass das anscheinend mit der ganzen Hotellerie da gut läuft. Also Fischereihafen hat was. Früher gab es da auch echt kultige Schiffsausrüster, wo man stöbern konnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so der Fall ist, aber auch dieses hier, die beiden Schiffe werden wir uns noch genau angucken. Das ist vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie sind die beiden. Und dahinter liegt noch so ein Forschungsschiff. Kran sieht man da auch schon. Also das finde ich immer ganz spannend. So, bevor ich es vergesse, ich wollte noch was zu dem Platz da sagen. Also da findet zum Beispiel Kino im Schaufenster Fischereihafen statt. Also da haben die dann, ich sag jetzt mal, Container aufgebaut und man guckt dagegen als Leinwand oder es gibt irgendwie Tag des Fisches und was weiß ich nicht. Also das ist, da geben die sich echt Mühe und dann ist da auch ganz gut Stimmung. Jo, ich sagte schon, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Also das sind so Vermessungs-, Wrack- und Forschungsschiffe. Zwei. Das hier ist die Vega. Ich sag mal so, ich sehe den Sternenhimmel. Nein, also Vega kommt tatsächlich, das ist ein Stern aus dem Sternbild und das
Schwesterschiff, das dahinter liegt, also die Atea Adler, das ist ja der leuchtendste Stern da. Ne? Das sind bannig interessante Schiffe. Ich habe die auch schon mal im Einsatz gesehen. Die sind so, ja, Nordsee, Ostsee unterwegs, haben Sonar an Bord und ja, machen sowas wie Schiffsvermessung. Ne? Haben da ja auch noch die anderen, ich sage jetzt mal, kleinen Beiboote mit an Deck. Die Vega, ich meine 1990 und knapp über 50 Meter lang. Die Atea, die habe ich sogar zweimal gefilmt, da war irgendwie bei mir, ich denke, die, das ist, kann auch nicht sein, das ist, also ich hatte ein anderes Schiff im Kopf, kann sogar sein, die Atea ist mega neu, also ich meine 2020 und das Vorgängerschiff, das hieß auch schon Atea und von daher habe ich bestimmt die Alde in Hamburg gesehen, das Vorgängerschiff Atea. So ist das, wenn man wenig kreativ mit der Namensgebung ist. Das soll sogar schon Atea Nummer 4 sein. Und ja, etwas über 70 Meter, mega modern, also fährt mit diesem Flüssiggas LNG, hat an Bord wirklich alles für irgendwelche Forschungsarbeiten, auch solche Tauchkammern, was weiß ich nicht. Also das, man sieht das gleich auch, wenn ich da dran vorbeigehe, ja, sieht wie neu aus und macht echt was her, die Atea. Also von daher passt das dann auch wieder, ein leuchtender Stern. Auf jeden Fall ja kein bisschen Rost dran und ja, vom Deck her wirklich ja auch relativ groß. Also ja, ich sag mal so, ich werde nochmal das mit verlinken von der Seite vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Ich meine, Besatzung 18 Mann sind da drauf, also von daher kann man sich dann auch schon vorstellen, die müssen ja da auch noch untergebracht werden mit Kabinen. Ja, und jetzt geht's, ich sag jetzt mal, in die Kälte. Nee, das ist Forschungsschiff Walder Herweg, also das ist im hohen Norden, wo Eis ist, unterwegs. Das war ein bisschen schlechter zu filmen, sage ich jetzt einfach mal. Da standen einige Autos und zum Teil, ich weiß nicht wieso, hatten sie da die Lampen so doll an. Von daher kurzer Eindruck. Und hier kommt jetzt mal so etwas, wo ich sage, das ist für mich ganz typisch Schaufenster Fischereihafen. Also ich gehe da jetzt einfach mal rauf und das war früher schon so, ich habe gerade gesagt, Hitchcock, die Vögel, nein, also das ist so Möwengekreische pur, also ja, ich halte mal kurz den Sabbel, das ist wirklich ganz typisch, so habe ich es in Erinnerung. Fischtown, Schaufenster, Fischereihafen, Möwengekreische ohne Ende. Ja, irgendwie auch total schön, kann ich nicht anders sagen. Ja, ich bin dann auch noch, das finde ich auch, sieht echt genial aus mit den ganzen Möwen. Hat was. Ich bin dann noch weitergegangen, also da, wer das kennt, das ist ja so ehemaliges, ja, wenigstens da rechts, Schichau-Seebeck, Werftgelände, da kommen ja auch noch interessante, ja, Firmen, Schiffsausrüster und ich wollte einfach mal kicken,
was liegt da so noch an, ich sag jetzt mal, richtig interessanten Booten. Ich finde, das hat auch dann so ein bisschen so Flair von, ich will jetzt nicht sagen Industrieromantik, aber also zum Teil so diese alten verrosteten Kräne und was da an Schiffen liegt, das ja, ist einfach nur großartig, hat was. Gleich jetzt ist es auch schon, ist er, der Bagger, auch schon im Blick, also ein Schiff bzw. ein Schiffstyp, den ich tatsächlich mal im Einsatz gesehen habe. Und zwar im Hintergrund sehen wir schon, ja, wie nennt sich das? Ein Eimerkettenbagger. Eimerkettenbagger, genau. Das ist, oder muss man sich so vorstellen, wenn heutzutage Verschlammung, Verschlickung und so ist, dann arbeitet man mit Wasserdruck und spült den Schlick weg. Aber ich habe das eben in Harburg noch erlebt, dass so ein Eimerkettenbagger, also man sieht das, das sieht auch wirklich aus wie Eimer und die laufen, na, ich sag jetzt mal, wie auf einer Fahrradkette. Und damals wurde mir gesagt, also dass tatsächlich in Häfen damit noch gearbeitet wird, weil man eben nicht überall so gut mit dem Wasserdruck arbeiten kann. Der Teil, ja, es ist nicht mehr taufrisch, aber sieht meines Erachtens auch noch echt gepflegt aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Eimerkettenbagger hier rein, ich sag jetzt mal, zur Show liegt und schon in Anführungsstrichen in Rente ist. Ich denke, der wird auch noch im Einsatz sein. Also ich habe mich richtig gefreut, dass das Teil da lag. Ja, finde ich, ist ein ganz spezieller ja, Schiffstyp. Auf jeden Fall, ja, hat was. Eimerkettenbagger. Im Einsatz wäre es natürlich noch genialer gewesen. Heißt dann auch noch Bagger Bremerhaven. Und dieses, was da hängt, das hat auch noch so geklimpert. Die Möwen im Hintergrund. Also, da kam schon so ein bisschen Hafenfeeling auf. Kann ich nicht anders sagen. Finde ich ja, 10-mal toller als da, ich sag jetzt mal, Eingangsschaufenster, Fischereihafen. Hat auch seine Berechtigung dafür, die Touris, aber dieses hier geil. Wenn das nicht genial ist. Ja, da habe ich es nochmal gesagt. Also da zu sitzen, die Möwen fliegen über einen rüber und ist einfach nur toll. Hier übrigens, ich weiß nicht, was das mal war, aber Schild Lebensgefahr und Stacheldraht darüber, also betreten natürlich strengstens verboten, Gottes Willen bin ich auch nicht raufgegangen, aber hatte für mich so etwas wie so ein, ja, interessantes Lost Place Feeling, kann ich nicht anders sagen, deshalb habe ich das einfach auch noch mal so mitgefilmt, weil ich es eben toll fand. Ja. Und hier, man sieht, bin ich ja schon auf dem Rückweg euch noch mal da den leuchtenden Stern, die Ather, die Vega gefilmt. Wenn man das hier so sieht, ne? Also klar, auf der anderen Seite sagte ich ja Hotel, Tourismus, auf dieser Seite auch Hotel, Tourismus und trotzdem Schaufenster, Fischereihafen. Ja, also ich muss sagen, keine Ahnung, Rundgang gemacht, so eine Dreiviertelstunde. Ich fand's mega klasse, da mal wieder zu sein. Ich glaube auch allein durch diese, ich sag jetzt einfach mal, Akustik, also mit dem Möwengekreische, durch die alten Schiffe, also ich finde, ja, sowohl die
Ja, Line Hinsch, das ist so ein richtig geniales Schiff. Ich sagte ja, eine Niederländerin, also 1928 und so eine richtig, ja, also sieht noch aus wie ein Segelschiff, aber hat schon Motor drin. Also toll und genial. Ja, und das hier, ich will nicht sagen, ist schon der Abspann, aber ist er tatsächlich. Also, ich hatte ja gesagt, die Atea, die hat mich echt irritiert, weil ich hatte ein anderes Bild im Kopf. Ich war mir ganz sicher, die hast du gesehen. Und ja, erklärt sich dann aber 2020, das ist schon die vierte mit diesen Namen. Von daher bin ich da nochmal so ja, entlang gegangen und habe versucht, mich zu erinnern, wo natürlich keine Erinnerung kommen konnte, weil 2020, ich sag mal so, hier sieht man übrigens noch Wassertiefe und auch Geschwindigkeit, so die Anzeige. Und da, das war nachher zu, lag so eine Tauchausrüstung, also total, total toll. Ja, was wollte ich noch sagen? Also sowohl die Vega als auch die Atea. Junge Schiffe, auf jeden Fall jünger als ich, und total spannende Schiffe. Jo, das soll es dann auch mit diesem kleinen Video aus dem Schaufenster Fischereihafen gewesen sein. Ja, was sagt man dazu? Ship Spotting oder so. Also nicht so ein typisches ja, Touristenvideo vielleicht aus dem Schaufenster, aber ich denke, so ein bisschen hat man ja gesehen, was da liegt und wie es da aussieht. Und ich kann mich immer wieder so fürs Hafenfeeling begeistern. Daher habe ich das eben so ein bisschen gezeigt. Wie gesagt, Bremerhaven, ja, ich habe da mal gewohnt. Hassliebe, aber mein Herz schlägt dafür. Ganz, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Alles Gute und ciao.